Schon ohne Publikum. Wie soll ein Mädchen hier gut performen? Aber da ist Publikum. Und wo? Millionen von Kunden an ihre Handys und an ihre Computer. Ah, Internet Adana. Das mit den Fotos steht heute, oder? Geht's noch? Jetzt lass mich in Ruhe. Danke, Eddie, Bro. Dirndl Dreams bei Tristan P. Ab sofort in unserem Online-Shop erhältlich. Er hat Esprit. Er hat Eleganz. Und vor allem, er ist nicht oberflächlich. Er schaut hinter die Dinge und haucht ihnen Leben ein. Heißt das etwa, Tristan P., der Shootingstar unter den jungen Wilden, entwirft jetzt für Sie die Modelegende Jean-Marie Azard? Eine neue Kollektion, ja. Sexy, schick und bezahlbar. Damit viele tolle Leute sich das leisten können. Und wie gefallen Ihnen die Sachen? Oh, ich habe noch nichts gesehen. Aber er hat mir den Namen verraten von der Kollektion. Und der Name gefällt mir sehr gut. Azaron Firebirds. Hallo? Hallo, was wollen Sie? Hallo, wer sind Sie? Wer sind Sie? Also Abschiedsgeschenk schön und gut. Aber 1000 Euro für eine Lederhose? Das ist eine Anschaffung fürs Leben. Außerdem, wie lange war der Gerd jetzt bei der Truppe? Fast 40 Jahre. Na siehste, da ist ja wohl was Edles angemessen, oder? 40 Jahre. Ich glaube fast, wir tun uns schwerer mit seiner Pensionierung als er selbst. Da bin ich mir nicht so sicher. Gerd, wir haben gerade von dir gesprochen. Nee, kann ich nicht sagen. Was gibt's denn? Wie? Ja, ist gut. Nee, nicht nötig, die ist hier bei mir. Zirkuläre Strangfurche, Staubblutung in den Augen und Gesichtshaut. Erdrosselt. Armer Teufel. So ist er ja wohl kaum von alleine hingefallen. Das Gesicht zeigt Spuren von Schlägen auf. Mit einem kleinen, harten Gegenstand, vermutlich aus Metall. Und die Fessel? Nylonstrumpf. Das Gegenstück könnte das Tatwerkzeug sein. Gut. Dann ab ins Labor damit. Sonst noch was? Naja, da liegt halt Tristan P. Wer? Tristan P., der Modedesigner. Der Paradiesvogel, nie gehört? Nee, sagt mir nichts. Liegezeit? Ja, 9 bis 12 Stunden, also das ist heute Nacht passiert. Ein Sexualdelikt? Ist alles möglich. Ich habe eine erste Zeugenaussage. Der Mann da hat ihn beim Saubermachen entdeckt. Hier war gestern Abend eine Modenschau. Seine Reinigungsfirma war mit den Aufräumarbeiten beauftragt. Was für Mode? Fetischklamotten? Die neue Dirndl-Kollektion von diesem Tristan P. Dirndl, Lederhosen, ich weiß es nicht. Ja gut, es ist der ideale Ort für ein Sexualdelikt. Ja, der Täter konnte sich Zeit lassen.
Ja, die hat er auch gebraucht, so wie der verschnürt ist. Vielleicht ein Unfall beim Sexdate. Die Frauenkleider? Ich frag mal bei der Sitte nach. Vielleicht ist es ja ein heimlicher Fetischtreff. Da ist ja unser Paradiesvogel. Wo hast du denn die Aufnahmen her? Ach, das war nicht schwer. Die Dental-Präsentation wurde als Livestream im Internet gezeigt. Das ist die Aufzeichnung. Tristan hatte eine Menge interessanter Freunde. Hier, wie zum Beispiel... Jean-Marie Azar. Azaron, Modekonzern. Den kenne sogar ich. Aber was wollte der da? Nachwuchsförderung oder wie? Tristan sollte eine Kollektion für ihn entwerfen. Das haben die beiden öffentlich bei dem Event bekannt gegeben. Das macht natürlich Neider. Wer ist die Dame hinter Azar? Adana. Mode-Ikone der 90er. Erstes afrikanisches Topmodel. In Niederbayern vielleicht. Heute hat sie ein Fotoatelier in Pasing. Der junge Mann da links, der sieht aus, als hätte ihn gerade der Blitz getroffen. Das ist Eddie Fischer, Tristans Partner. Vielleicht hat er ja auch erst bei der Show von Tristans Plänen mit der Sarah erfahren. Das wollen wir doch genauer wissen, oder? Gerd, hast du die Angehörigen informiert? Ich habe nur die Großmutter erreicht, in der Nähe von Miesbach. Wir brauchen jemanden, der ihn identifiziert. Sag mal, Richard, was hast du eigentlich mit Frau Dr. Sommerfeld in der Stadt gemacht? Welche Stadt? Papierkram, den haben wir mal bei einer Tasse Kaffee erledigt. Kommst du? Aha. Das Label Tristan P. gemeinsam gegründet. Er ist der kreative Kopf und ich. Ich kümmere mich ums Geschäft. Wir sind wie Brüder. Bei Ihrer Modenschau gestern ist da irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Nur der normale Wahnsinn. Und vielleicht, dass Ihr Partner aus heiterem Himmel eine Zusammenarbeit mit Jean-Marie Hazard ankündigt. Oder wussten Sie bereits von der geplanten Kollektion? Das ist eine Luftnummer. Aufmerksamkeit ist alles, worum es geht in unserer Branche. Heute kündigst du dies an, morgen jenes. Aber am Ende wirklich was draus wird. Gut. Das war's erstmal. Danke. Das so stimmt mit der Luftnummer? Ja, könnte sein. So läuft die Modebranche. Vorne Glamour und hinten beinhartes Business. Fragen wir den Modepapst selber. Wo wohnt er denn? Der hat eine Suite im Hotel Osborne. Na klar. Wo sonst? Weiß er Bescheid? Ja, Chef. Gerd hat ihn verständigt und gebeten, auf uns zu warten. Gut. Monsieur Hazard, wir können auch später wiederkommen. Excuse me. Das kommt alles nur so plötzlich, Sir. Wir haben ihn frühstückt und dann ruft ein Polizei an und sagt, Tristan ist tot. Geben Sie mir ein paar Minuten. Ich kümmere mich um ihn. Danke. Sie sind befreundet? Ja, seit einer halben Ewigkeit. Ich habe Adana entdeckt. Sie waren meine Muse. Vor 100 Jahren, als ich noch Model war. Wir haben so viel zusammen erlebt. Wie jetzt das. Tristan. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ja, gestern bei die Show. Er wollte noch bleiben und feiern und dann herkommen. Sind das Tristans Sachen? Hat er hier gewohnt? Bien sûr, naturellement. Wir wollten heiraten. Wussten Sie das nicht? Nein, das
Wusste ich nicht. Frau Kiermaier, die Großmutter. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte nicht anfassen. Ich habe ihn ein Leben lang angefasst. Können Sie bestätigen, dass das Ihr Enkel ist? Ja. Das ist Peter Maria Kiermaier. So hat er in Wirklichkeit geheißen. So denn der Bub. Vielen Dank. Kommen Sie. Frau Kiermaier, ich bringe Sie heim. Ciao. Tschüss. Wir gehen von einem Sexualdelikt aus. Er war gefesselt und trug nichts als ein schwarzes Kleid. Hatte er solche Vorlieben? Er war ein bisschen Mars, ein bisschen Venus. Es ist dabei. Das ist normal heute. Manchmal er war ein bisschen unvorsichtig mit diesen Dingen. Und Sie hatten nichts dagegen? Wir haben alle unsere wilden Zeiten. Bei mir ist vorbei. Ich muss Sie das fragen. Ich weiß. Wo ich war seit gestern Abend? Hm? Hier. Ich bin nach der Show mit Adana nach Hause gefahren und habe auf Tristan gewartet. Das zweite Bett ist auch benutzt. Wer hat denn da geschlafen? Ich habe da geschlafen. Wir haben viel gequatscht. Und als ich auf die Uhr geschaut habe, war es schon nach 4. Da bin ich gleich hier geblieben. Tristan kam ja nicht. Und zu Hause wartet niemand auf mich. Hatte Sie gewundert, dass Tristan nicht kam? Das habe ich Ihnen gesagt. Er war fou. Komplett fou. Verrückter. Wenn Tristan gefeiert hat. Oh la la, das hat gedauert. Nur ein Nylonstrumpf. Wo ist der zweite? Der Täter benutzt Tristans Strumpf als Fessel. Vielleicht sogar als Tatwaffe. Aber wozu diese Verkleidung und wo sind eigentlich seine anderen Sachen? Man war nicht gefunden. Weder in der Halle noch im weiteren Umkreis. Aber er muss sich doch dort umgezogen haben. Entweder der Täter hat die Sachen mitgenommen oder Tristan ist schon als Frau dahin. Vielleicht doch ein Unfall zwischen Mars und Venus. Wir müssen seine Sachen finden. Und wir brauchen einen DNA-Abgleich. Das wird schwierig. Schaut mal. Tristan hat das ganze Team geküsst. Bis auf die hier. Ich habe alle Leute gecheckt, mit denen Tristan gesprochen hat, aber diese junge Frau hier, die kann ich nicht zuordnen. Die taucht auch nirgendwo auf. Weder auf dem Laufsteg noch sonst irgendwo. Die sieht auch irgendwie anders aus. Wenn Azar und Tristan wirklich Heiratspläne hatten, dann könnte das doch stimmen mit dieser Kollektion. Vielleicht wollte Tristan ganz zu Azar wechseln, ohne Eddie. Das wäre eine Katastrophe für die Firma Tristan P. Bei so einem Designer-Duo wie Tristan und Eddie gibt es sicher Verträge, die so einen Ausstieg verbieten. Ich will diese Verträge sehen. Vielleicht suchen wir gar keinen Sextäter. Die hat meine Oma auch gehabt. Möchten Sie ein Glas? Ja. Das ist gesund. Nicht so wie das Zeug aus eurer Tüten. Die hat der Tristan in der Stadt bestimmt vermisst. Tristan, ja, so wie ihn auch immer genannt. Kennen Sie Tristan um die Säule? Ja, die Opa. Ja, die Säule hat immer so schöne Gewänder angehabt und das hat er geliebt. Was ist mit seinen Eltern? Der Vater und der Bruder sind umgekommen beim Holzfällen. Das hat die Tochter nicht verkraft. Jetzt bin ich allein. Wollen Sie was essen?
Ja, Sie sind auch so dünn. Nein, danke, ist nicht nötig. Ist er denn bei Ihnen aufgewachsen, der Tristan? Ja, als Kind ist er immer vorbeikommen, wenn er bei den Eltern nicht zurechtgekommen ist. Und heute, naja, wenn er nicht gewusst hat, wo ihm der Kopf steht. Ich hab noch einen Apfelstrudel. Drinnen. Der schaut aber gut aus. Danke. Aus den Zeitungen kennt man Tristan immer nur als Paradiesvogel. Mit denen hat er früher am liebsten gespielt. Stundenlang. Ist das Ihr Internetzugang? Nein, das ist Tristans. Da hat er die ganzen Nächte durchgearbeitet. Warum hier? In seinem Büro hätte er doch viel mehr Platz gehabt. Also, aber hier hat er seine Ruhe gehabt von der Presse und von diesem Mannsbild. Also ja. Aber die beiden waren doch befreundet? Nein, Tristan hat keinen Freund gehabt. Der wollte nur seine Kleider machen. Dafür hat er die Zähne zusammenbissen. Kann ich das mitnehmen? Ja, freilich. Ich packe Ihnen das ein. Herr Dr. Sommerfeld hat eine super Idee, was wir... Was machst du denn noch hier? Noch ist das mein Arbeitsplatz. Und ihr? Ja. Anna hat die Verträge zwischen Tristan und Eddie geprüft. Mhm. Also alles, was sie unter dem Label Tristan P. machen, gehört ihnen beiden. Aber es gab eine Solo-Klausel im Vertrag. Das heißt, sie konnten auch außerhalb des Labels arbeiten. Dann hätte Tristan mit seiner neuen Kollektion zu Azar überlaufen können. Es sei denn, Eddie kann beweisen, dass die Skizzen in seinem Haus gefertigt wurden. Da müssen wir bei Eddie noch mal nachhaken. Morgen. Ja, jetzt machen wir erstmal Feierabend. Deine Frau, die freut sich, wenn sie mal mit dir zusammen zu Abend essen kann. Die wird sich bald wünschen, wieder allein zu essen. Und ihr? Wir gehen die Verträge noch mal durch. Ja, das Kleingedruckte. Hi. Hi. Ich will's gar nicht wissen. Ich habe mit seiner Frau telefoniert. Ich weiß jetzt, was wir ihm schenken. Und? Ein Charivari. Ah, diese Kneipe in Pasing. Die wissen nicht, was ein Charivari ist. Ach, für Gerd? Ja. Das ist ja eine super Idee. Ich habe eins von meinem Opa geerbt. Echt? Apfelstrudel. Schau mal, wer da kommt. Hallo, was ist? Können wir reden? Was willst du denn, alter Mann? Bon, dann bringen wir hinter uns. Gib mir die Mappe mit der Firebird-Kollektion. Welche Mappe? Ich habe keine Mappe. Erspar uns die Schwierigkeiten. Das habe ich nie gewollt. Nein. Ausbluten sollte ich. Ihr wolltet mich ausbluten lassen, du und Tristan. Gib mir die Entwürfe. Die gehören mir. Und dann bin ich weg, sofort. Ich bin jetzt der Chef von Tristan P. und ich allein entscheide, was das Haus verlässt. Und jetzt raus hier. Gib mir die Mappe. Raus! Los jetzt! Auseinander! Also, wem gehört jetzt diese Kollektion? Das ist eine sehr dumme Frage. Passeron, wonach klingelt das? Hm? Gab es Verträge? Warum? Wir wollten heiraten. Wegen mir können die Anwälte klären. Aber so lange gehören die Entwürfe mir. Ein Scheiß gehört dir. Aha. Also doch keine Luftnummer, was? Ja, natürlich war ich sauer auf Tristan. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ihn deswegen umbringen? Was ist das? Es müssen die Fotos von Tristans Kamera sein. Wahrscheinlich von der Show. Wie kommen die jetzt auf den Computer? Die Kamera sendet die Bilder automatisch an den Rechner, sobald man den einschaltet. Kann ich das da mal sehen? Bei der Leiche war keine Kamera. Er hatte die. Bei der Show.
Er hat die Fotos gemacht. Wo ist diese Kamera jetzt? Ich hab sie nicht. Schluss jetzt mit dem Getue. Wo ist die Kamera? Und wo sind Tristans Sachen? Gestern sah es hier noch ganz anders aus. Herr Fischer, ist das Ihr Auto? Was machen die Sachen da drin? Ich wollte Tristan mit seinem ganzen Kram vor die Tür setzen. Als er tot war, da wusste ich nicht, wohin damit. Keine Kamera, aber dafür das hier. Okay, geben Sie her. Den nehmen wir mit. Beweissicherung. Aber doch nicht meine Entwürfe. Nehmen Sie ihn mit. Den nehmen wir auch mit. Wir haben die Internetübertragung Ihrer Modenschau gesichtet. Darauf sind Sie eindeutig mit Tristans Kamera zu erkennen. Ja. Aber ich habe sie ihm direkt nach der Show zurückgegeben. Ist das so wichtig? Das letzte Foto von Tristan wurde wahrscheinlich von seinem Mörder gemacht. Ich habe die Kamera nicht. Glauben Sie mir. Ja, ja. Sehen Sie, genau das ist mein Problem. Sie haben ein Tatmotiv. Tristan wollte Sie ausboten. Sie kannten den Tatort, Sie hatten seine Kamera. Und heute finden wir seine Kollektion in Ihrem Kofferraum. Was würden Sie denn da an meiner Stelle glauben? Es war immer klar, dass er so weit kommt. Aber ohne mich würde Tristan heute noch in seinem klapprigen Kombi schlafen. Wissen Sie, als wir uns kennengelernt haben, hatten Sie beide eine Beziehung? Ich war sofort verliebt in ihn. Aber Tristan ist nun mal hetero. Tristan? Die schwule Modeikone? Na toll. Jetzt haben wir einen schwulen hetero in Frauenkleidern. Vielleicht war das ja fürs Image. Er hat das nur vorgetäuscht? Für seine Karriere? Ja. Einem Lustkreis wie Azar nutzt es jedenfalls ungemein. Natürlich bei Tristans Anziehpüppchen. Junge, dünne Mädchen. Model-Scouting war Tristans Leidenschaft. Er hat sie überall angesprochen. Auf der Straße, in den Clubs. Bei einem Schwulen werden die nicht misstrauisch. Und Azar? Den führt man doch nicht so leicht aufs Glatteis. Da kannten sie Tristan nicht. Der hat einem das Blaue vom Himmel versprochen. Und Azar ist voll drauf eingefallen. Was macht Sie da so sicher? Sein Gesicht. Dass ich ihm das hier gezeigt habe. Das trage ich immer bei mir als kleines Andenken. Ist ja nichts. Ich auch nicht. Ich schick's ihn rüber. Wann haben Sie Azar das gezeigt? Direkt nach der feierlichen Ankündigung der neuen gemeinsamen Kollektion. Ich war stinkwütend. Und wie hat er reagiert? Herr Kommissar, wenn Frauen und Schwule hassen, dann? Und? Beide Wohnungen sind durchsucht. Keine Kamera. Weder bei Tristan noch bei Eddie. Was war denn auf dem Handy? Vielleicht ein Mordmotiv für Azar. Den werden wir gleich mal befragen. Ach, hier ist übrigens meine Niederschrift über den Ortstermin bei der alten Frau Kiermaier. Danke. Was schaut ihr euch da eigentlich an? Tristans Entwürfe für die Azarin-Kollektion. Firebirds. Das soll Frauenmode sein? Mager Models. Ein Cracker am Tag und 3 Liter Leitungswasser. Chez ist was anderes. Die sollen nicht chez sein. Die Klamotten sollen chez sein. Das findest du jetzt gut, oder was? Nee, aber ich krieg von sowas Hunger. Kommst du, Anna? Ja, Tom. Die Festplatte aus Tristans Zimmer, kannst du die auslesen? Also, so wie die verschlüsselt ist, müsste er Geheimagent gewesen sein. Aber ich schick sie runter an die KTU. Danke. Abgereist ist er nicht. Er hat seine Schlüsselkarte dabei. Aber wir dürfen doch sicher mal kurz reinschauen. Keinesfalls. Monsieur Azar bringt mich um, wenn er das rauskriegt. Oh, grüß Gott, grüß Gott. Danke. Nee! Wo sind denn die ganzen Sachen hin? Moment mal. Also. Vorgestern Abend, als Azar ins Hotel kam, war er da allein? Kam gegen 19 Uhr. Ja, war allein. Ganz sicher? War da keine Frau dabei? Schlank, dunkelhäutig? Sicher nicht. Außerdem hat ja dieser Knabe bei ihm gewohnt. Tristan. Hey, stopp jetzt. Nein, halt. So geht's jetzt nicht. Erst dringen Sie hier ein und jetzt durchwühlen Sie hier alles. Das war doch schon Müll. Monsieur Azars Müll. Diese Gegenstände gehört Monsieur Azars Bräutigam, der letzte Nacht ermordet wurde. Heute schmeißt Azar die Sachen weg. Mir kommt das komisch vor Ihnen, nicht? Also, haben die beiden sich gestritten? Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Was hinter den Türen unseres Hauses vorgeht, ist Privatangelegenheit unserer Gäste. Wenn ich mal was zu vertuschen habe, dann komme ich garantiert zu Ihnen.
Wir sollten mal seine Muse checken. Adana. Vielleicht ist er bei ihr. So, wir haben alles. Danke. Moment, und was ist jetzt mit den Sachen? Die nehmen wir mit. Es tut mir leid, ich habe Jean seit gestern nicht mehr gesprochen. Er ist verschwunden. Wir müssen davon ausgehen, dass er was mit dem Mord zu tun hat. An Tristan? Seien Sie nicht albern. Beeindruckende Bilder. Makrofotografie. Ein Spezialgebiet. Sie haben gesagt, dass Sie in der Mordnacht bei Azar waren. Ja, wir haben uns festgequatscht wie früher. Festgequatscht? Über Tristan? Nein, den mochte ich nicht besonders. Ach, ist das Ihre Tochter? Das war sie. Sie ist vor einem halben Jahr gestorben, beim Joggen gestürzt. Schädel und Trauma. Tut mir leid. Und Sie waren wirklich in der Mordnacht die ganze Zeit über bei Monsieur Azar? Sie wissen, was ich gesagt habe. Das Hotelpersonal sagt, Azar ist alleine gekommen. Niemand hat sie gesehen. Na, wissen Sie, es könnte doch sein, dass Azar in den Mord verwickelt ist. Sie sind sein Alibi und wenn es zum Prozess kommt, dann müssten Sie Ihre Aussage unter Eid wiederholen. Vor 25 Jahren kam ich aus Nigeria. Da wollte keiner ein afrikanisches Model auf dem Laufsteg sehen. Aber Jean-Marie Azar, er hat mich nach Mailand gebracht, nach Tokio. Ich verdanke ihm alles. Auch das hier. Das war vor 25 Jahren. Wir würden gern wissen, was vor 2 Tagen war. Wir sind nach der Show mit dem Taxi in sein Hotel gefahren. Ich habe den Fahrer bezahlt und er ist vorgelaufen. Deshalb kam er allein ins Hotel. Wiedersehen. Ja, schau. Ja, ich weiß. Warum redest du nicht mit der Polizei? Es kann doch nichts passieren. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll ruhig bleiben, bis er aus Singapur kommt. Und dann? Er hat gesagt, er holt mich aus der Sache raus. Und dann fahre ich nach Paris mit den Entwürfen von Tristan. Du ziehst die Sache alleine durch? Maybe. Im Winter bringe ich Hasseron Firebird als Vorkollektion. Aber Tristan wollte in große Not produzieren. Und du hast versprochen, Schluss zu machen mit den Magermodels. Ich kann nicht nach Mailand kommen ohne das Präsentation. Das macht mir die ganze Geschäft mit Asien kaputt. Und Saizero ist dort absolut Standard. Das weißt du ganz genau. Und die Mädchen? Wer trägt da die Verantwortung? Haben wir nicht gesagt, Frieda? Noch hier? Die KTU hat die erste Partition von Tristans Festplatte geknackt. Da tun sich Abgründe auf. Komm, Gerd. Jetzt lass doch. Geh heim. Hast du so eilig, mich loszuwerden? Ich will dich überhaupt nicht loswerden. Ich tue mich halt schwer mit Abschieden und in deinem Fall ganz besonders. Ich dachte, du freust dich auf den Ruhestand. Klar freue ich mich, aber das hier ist ja auch mein Leben. Richard, ich weiß, ihr bereitet was vor, aber ich will das nicht. Keine Feier, keine Reden, keine goldene Uhr. Was wäre dir denn lieber? Wir lösen diesen Fall zusammen und dann kann ich in Ruhe gehen. Gut, was hast du denn? Schau mal. Um Himmels Willen, was ist das denn? Ein Anna-Blog, eine Webseite, die Magersucht verherrlicht. Macht denn sowas? Junge Mädchen mit Schlankheitswahn. Sie predigen essgestörtes Verhalten und stiften andere zum Abnehmen an. Minderjährige Hungerkünstlerinnen auf Tristans Festplatte. Hat sein Partner nicht gesagt, Modelsuche wäre Tristans große Leidenschaft gewesen? Ja, ja. Schau mal, hier postet regelmäßig ein Mann, der nennt sich Finstructor. Der animiert junge Mädchen zum Abnehmen und verspricht ihnen dafür die fadelhafte Fashionwelt. Aha, du meinst, das könnte Tristan sein? Wäre möglich. Ich müsste allerdings noch mehr Material sichten. Ach, komm, Gerd, jetzt lass das doch Tom oder Anna machen. Mir geht die Kleine nicht aus dem Kopf. Die aus dem Livestream. Die sah wirklich
krank aus. Und die lässt dich nachts nicht schlafen, oder? Ja. Sag mal, Gerd. Was bleibt? Was nimmst du mit nach 39 Jahren Mordkommission? Tja, was bleibt? Das Team natürlich, die Kollegen, der Freund. Aber was mich oft nachts wach hält, das sind genau die Menschen, mit denen wir jetzt auch zu tun haben. Früher habe ich immer geglaubt, es gibt gute und schlechte Menschen. Aber im Lauf der Jahre habe ich kapiert, dass es viele Menschen gibt, die einfach nur kämpfen. Ganz egal, wie verrückt oder unrealistisch ihre Träume sind. Sie kämpfen, damit es ihnen heute besser geht als gestern. Oder morgen besser als heute. Ganz egal, mit welchen Mitteln und um welchen Preis. Und diese Menschen, die brennen sich dir auf die Netzhaut. Die vergisst du nicht. Nie. Morgen, Gerd. Gut geschlafen? Morgen. Ist uns das nochmal passiert? Ja. Ich werd's vermissen. Ja, so bequem ist das Sofa auch nicht. Ich meine dich. Meine Ruhe. Dann habe ich also nicht geschnarcht. Morgen. Morgen. Mensch, ihr seid ja schon. Oder immer noch. Na, wonach sieht's denn aus? Also, ich habe eine Leberkässemmel. Teilt sie euch. Ich hab's mir gestern Abend in der Klatschpresse gemütlich gemacht. Und wie geht's Prinz William und Kate? Was machen die Kinder? Oh, die gab's damals noch nicht. Ich habe mich ein bisschen über Adana informiert. Ihre Karriere hat ein abruptes Ende nach der Geburt ihrer Tochter. Ja, bitte. Sie gibt alles auf für ihr Kind und dann dieser tragische Tod. Ach, damals ging's nicht so sehr um ihr Mutterherz, eher um ihre. Nach der Geburt wollte sie sich nicht auf Laufstegmaße runterhungern. Ja, und da hat die Branche sie fallen gelassen. Auch Hazard? Ja. Ach, der. Sie ist damit sogar an die Presse. Die haben sich öffentlich gefetzt. Morgen. Morgen. Wie sieht's denn hier aus? Hier, der Polizeibericht von letzter Nacht. Die Kollegen von der Sitte haben Hazard mit einem Stricher im Sperrbezirk aufgegriffen. Den hätte ich gern im Vernehmungsraum. Er wartet schon auf dich. Bitte? Na, im Vernehmungszimmer? Gib mir 5 Minuten. Na, Gerd, kommst du klar mit der Festplatte? Geht schon. Ist aber echt viel. Geh frühstücken, ich mach das schon. Dürfen Sie mich eigentlich hier festhalten? Hm? München ist nicht Paris. Hier ist Sex im Auto verboten, jedenfalls im Sperrbezirk. Und hier diese Deutsche noch. Das haben wir in einer Mülltüte des Hotel Osborne gefunden. Das gehört Tristan, richtig? Ja, die Uhr habe ich ihm geschenkt. Das Armband auch. Wertvolle Erinnerungsstücke. Und die werfen Sie einfach so weg nach dem Tod Ihres Geliebten? Ich war schockiert. Menschen trauern unterschiedlich. Das sollten Sie als die Polizei eigentlich wissen. Mademoiselle. Sie haben die Sachen also aus Liebe in den Müll geworfen. Ich werde von 2 deutschen Beamten nicht erwarten, dass sie verstehen, was Tristan und ich füreinander empfunden haben. Er hat gar nichts für sie empfunden. Er konnte sich an ihrer Seite zur Luxusmarke stilisieren. Er war nicht mal schwul. Wer sagt das? Sein Bruder im Geiste, Eddie Fischer. Eddie Fischer, hein? Mr. Nice Guy, und dem glauben Sie? Monsieur Hazard. Können wir dieses Spielchen vielleicht lassen? Mein Anwalt ist unterwegs. Reden Sie mit ihm. Was wird der Anwalt wohl dazu sagen? Eddie hat Ihnen klargemacht, dass Sie in eine Falle getappt sind. Irgendwo zwischen Mars und Venus. Sie haben Tristan erdrosselt und es dann als Sexualdelikt getarnt. Dass Sie wissen, wo ich in der Nacht war. In dem Hotel Osborne, mit Adana. Sie schwört, wenn es sein muss. Weil sie eine gute Freundin ist. Leider glauben wir nicht. Es gibt nämlich auch andere Aussagen. Meineid, Falschaussage.
Es gibt bis zu 5 Jahre. Glauben Sie, Adana riskiert das für Sie? Sie und Ihre Branche haben Adana schon mal fallen gelassen. Sie wollte sich nicht auf den Körper einer 12-Jährigen runterhungern. Und auf die wollen Sie vor Gericht vertrauen? Lassen Sie Adana da raus. Sie hat schon genug durchgemacht. Was ist in der Mordnacht passiert? Nach der Bekanntgabe von Firebird hat mich Eddie in der Garderobe abgefangen und mir gesagt, dass Tristan noch spielt. Und dann hat er mir das da gezeigt. Da war es mir sofort klar, was für ein Idiot ich bin. Idiot! Was war dann? Ich konnte da nicht bleiben. Ich war wütend. Ich habe mich geschämt. Hallo, ich bin in die Hotel gefahren. Mit Adana? Ich wollte mit Tristan abschließen, aber ich hatte auch Angst vor der Reaktion von Tristan. Er konnte so gemein, so hässlich sein. Und dann habe ich Adana angerufen und sie ist gekommen. Wann war das? Um 4 Uhr. Am Morgen hat die Polizei angerufen. Tristan ist tot, ich soll in dem Hotel bleiben. Ich habe sofort meinen Anwalt alarmiert und er hat mir die Sache mit der Alibi empfohlen. Warum? Warum? Je suis Jean-Marie Azar. Ich habe 2000 Mitarbeiter. Ich kann mir keinen Skandal leisten. Also haben Sie Adana um ein Gefälligkeitsalibi gebeten? Sie war sofort bereit dazu. Glauben Sie mir, ich muss keinen Mord begehen. Ich bin schon eine Legende. Ja. Meine Kollegin, die bringt Sie ins Untersuchungsgefängnis. Da können Sie auf Ihren Anwalt warten. Und? Haben wir unseren Täter? Aber er hat Adana um ein Gefälligkeitsalibi gebeten. Das hat er zugegeben? Ja. Ja, aber dann hat doch Adana auch kein Alibi mehr. Richtig, das müssen wir auch noch überprüfen. Was hast du da? Noch so ein Internetblog. Ihr hattet recht mit eurem Verdacht. Tristan hat hier unter dem Decknamen Thinstructor Amateurmodels angeworben. Johannas Feentraum. Mann, oh Mann. Das ist sie. Das ist das Mädchen, nach dem ich suche. Die auf dem Video mit Tristan diskutiert. Er sagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn ich bei 45 Kilo bin, werde ich ein Firebird. Firebird. Tristans Kollektion für Azar. Vielleicht ist sie deshalb bei der Dirndl-Show aufgetaucht. Hier sind noch mehr Bilder. Stopp mal. Das ist doch... Kannst du mir das ausdrucken? Ja, klar. Adanas Tochter Lilly. Sie ist bei einem Sportunfall ums Leben gekommen. Ja, offenbar kannten sich die beiden Mädchen. Womöglich wollte sie auch Model werden und kannte Tristan. Auch so ein Hungerhaken. Wenn das ein Sportunfall war, hat es nur Obduktion gegeben. Ich brauche den Bericht und ich will wissen, wer diese Johanna ist. Ich will mit dir sprechen. Ich habe übrigens eine super Idee wegen Heimanns Abschiedsgeschenk. Ich dachte, wir personalisieren diese Anhänger für das Charivari. Ja, später. Jetzt schauen Sie sich das hier doch erstmal an. Das ist Lilly, Adanas Tochter. Angeblich beim Joggen gestürzt und dann an einem Schädel-Hirntrauma gestorben. Ausgedünnte Haare, massives Untergewicht. Anorexie, würde ich sagen. Wer da noch Sport treibt. Riskiert mit jedem Schritt sein Leben, oder? Ja, Ihre Therapeuten haben mir das bestimmt nicht erlaubt. Therapeuten? Naja, da im Hintergrund, das ist doch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir ermitteln im Mordfall Tristan P. Wir haben Hinweise erhalten, dass Tristan Patientinnen in ihrer Klinik als Models anwerben wollte. Solche Gerüchte kursieren immer wieder. Viele unserer Patientinnen träumen den Modeltraum. Es ist das Trostpflaster auf ihre Erkrankung. Kennen Sie die beiden? Vor ihrer Klinik lauert ein Model-Scout auf ihre essgestörten Patientinnen. Finden Sie das nicht zum Kotz? Widerlich? Doch, finde ich. Aber ich werde keine Auskunft über meine Patientinnen geben. Egal, ob tot oder lebendig. Lilly war in der Klinik. Da bin ich mir sicher. Ist hier in der Nähe verunglückt. Irgendwo hier muss das sein. Okay.
Wie muss es passiert sein? In ihrem Blog hat sie geschrieben, dass sie jeden Tag 5 Kilometer joggt. In der Klinik hierher? Wir mit der Wittelsbacher zurück? Ja, passt doch. Hey! Hey, warte mal kurz. Erkennst du mich? Wir kennen uns doch. Ich habe einen Job für dich. Schau mal. Kein Interesse. Tristan hat dich doch gecastet, oder? Ich bin sein Partner. Du erinnerst dich. Auf jeden Fall, wir planen was Neues und wir würden dich gern dabei haben. Lass mich einfach in Ruhe. Hat Tristan dir nicht gesagt, wie gut du aussiehst? Es wäre doch schade drum. Ich mein, ist deine Chance jetzt. Hau einfach ab! Du willst doch Model werden, oder nicht? Fass mich nicht an. Ich will gesund werden und ich will zur Therapie. Scheiße. Schnapp dir das Mädchen. Halt! Was wollten Sie von dem Mädchen? Wollen Sie Ihren Anwalt anrufen? Wieso? Ich habe nichts Illegales getan. Unterschlagung von Beweismaterial, Behinderung laufender Ermittlungen. Ich suche Models. Für die neue Modelinie. Das gehört nun mal jetzt auch zu meinem Job. Warum ausgerechnet in den Frühlingsanlagen? Ich war auf dem Weg zur Klinik. Sie werben kranke Mädchen vor der Klinik an? Ich habe diese Mädchen nicht krank gemacht. Das waren sie schon davor. Tristan hat die Modelinie nun mal in Untergrößen entworfen. Da passt kein Model rein aus keiner Agentur. Was kann ich denn dafür, dass er auf diese Hungerhaken stand? Auch privat? Das war wie eine Art Fetisch. Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, dass ich das nicht will. Wir verkaufen schließlich Dirndl. Aber Azar war da wohl weniger zimperlich. Sie heißt Johanna. Wie noch? Weiß ich nicht. Ich habe sie mit Tristan während der Show gesehen. Was wollen Sie von der? Tristan hat sie als Model angeworben. Vermutlich zusammen mit Adanas Tochter, Lilly. Sie kannten sie? Ja, klar. Auf die war jeder Scout scharf. Aber da hätte man es mit Adana zu tun bekommen. Die wollte nicht, dass ihre Tochter modelt? Die hätte jedem, der ihr auch nur zu nahe kommt, die Augen ausgekratzt. Wenn sie von Lillys Kontakt zu Tristan wusste, dann steckt sie in der Sache mit drin. Aber hat sie nicht ein Alibi? Sie war doch bei Azar. Eben nicht. Zuerst sah es nach einem Gefälligkeitsalibi für Azar aus. Aber mittlerweile glaube ich eher, sie hat sich selbst eins verschafft. Ist der Obduktionsbefund von Lilly. Und ich war im Labor. Der Strumpf, mit dem Tristan gefesselt wurde, ist aus echtem Nylon. Das wird heute kaum noch hergestellt, so richtig mit Naht und allem. Ganz schön teuer und aufwendig. Alles andere als Massenware. Gut, das passt doch zu unserem Paradiesvogel. In Tristans Garderobe wurde nichts gefunden. Vielleicht wurden sie für ein Shooting verwendet. Nee, auch Fehlanzeige. Nylon muss genau angepasst werden, weil es nicht dehnbar ist. Ist also für so ein Shooting ziemlich unpraktisch. Dafür besser... Naja, zum Fesseln und zum Würgen. Mhm. Also, wenn der zweite Strumpf die Tatwaffe ist, dann hat der Täter ihn mitgebracht. Ich habe mal rumtelefoniert. Es gibt in München genau ein Fachgeschäft, das dieses Modell verkauft. Dann find doch mal raus, ob Adana dort Kundin ist. Hier, ich habe das auf Tristans Rechner gefunden. Hi, ich bin in der Klinik. Siehste, sie war auch da. Meine Eltern, die machen voll den Stress und wir werden die ganze Zeit kontrolliert. Wir dürfen nicht mal ein Handy haben. Aber meine Freundin hier, die hat uns reingeschmuggelt. Hey. Danke für deine Motivation. Ich bin fast auf 45 Kilo runter, obwohl ich in der Klinik keinen Sport machen darf. Und meine Mutter verfolgt ihren Schritt, aber wir schaffen das schon. Und dann sind wir bereit für deine Fotos.
Dieses Video haben wir auf einer Festplatte bei Tristan gefunden. Wussten Sie, dass er Kontakt zu Ihrer Tochter hatte? Wir suchen nach dem Mädchen neben Ihrer Tochter. Johanna. Wer ist das? Wir dachten, Sie wüssten das. Sie war mit Lilly in der Therapie. Therapie? Lilly hatte zwischendurch Probleme mit dem Essen. Viele Mädchen haben das. Sie war auch ganz kurz in einer Klinik, aber es war ganz harmlos. Magersucht ist nicht harmlos. Sie endet oft tödlich. Meine Tochter hat einen Sportunfall. Schauen Sie doch in den Obduktionsbericht. Das haben wir. Und der Sportunfall ist nur die halbe Wahrheit. Lilly war unterernährt. Ihre gesamte körperliche Konstitution war schwach. Und wahrscheinlich war das auch die Ursache für ihren Sturz. Okay. Sie hat zu wenig gegessen. Soll ich mit ihr schimpfen, jetzt wo sie tot ist? Seltsam, dass wir auch mit Tristan nicht mehr schimpfen können. Denn der hat sie dazu angestiftet. Was wollen Sie eigentlich von mir? Werfen Sie mir was vor? Wir suchen nur diese Johanna. Sie war bei der Dirndl-Show. Sie hat mit Tristan diskutiert. Ja, vielleicht hat sie ja was gesehen. Viele haben an diesem Abend was gesehen. Und nein, ich kenne keine Johanna. Glaubst du, sie hat angebissen? Glaube ich schon. Ablösung. Wurde aber auch Zeit. Du riechst interessant. 2 Cheeseburger, 12 Chicken Wings und 2 mittlere Pommes. Danke, aber ich esse lieber daheim. Ist auch nicht für dich. Hast du was Neues vom Strumpfgeschäft? Hm. Nur die Aushilfe erreicht. Die wusste gerade mal, was Strümpfe sind. Scheiße. Mit dem Fahrrad hat sie uns am nächsten Park abgehängt. Bleib in Kontakt. Richard, Tom klebt an Adanas Hinterrad. Sie fährt Richtung Nordbad. Straße 4, beeil dich. Was? Ist Johanna da? Ah. Dann warte ich. Die ist mit Kloputzen dran. Schon seit einer Woche. Kamera von Tristan? Sie kannten Johanna doch? Tut mir leid. Schon gut. Ich bin Polizist. Ich bin's gewohnt, dass die Leute mich belügen. Wir glauben nicht, dass Sie Johanna helfen wollten. Sie wollten sie aus dem Weg schaffen. Blödsinn. Warum sollte ich? Vielleicht, weil sie was gesehen hat, was sie nicht sehen sollte. Sie hatte Tristans Kamera, sie hat ihn sogar fotografiert. Aber da war er schon tot. Sehen Sie, und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Johanna hat Tristan ermordet oder sie hat den Mord beobachtet. Und da kämen Sie ins Spiel. Sie reimen sich da was zusammen. Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Dichter. Und versuche mir gerade einen Reim auf Sie zu machen. Noch immer keine Spur von Johanna. Wir haben die Bundespolizei verständigt. Die brauchen ein aktuelles Foto. So schwach wie sie war, ist sie noch nicht weit. Hoffentlich. Thank you.
Annas Feentraum. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Kommt das nicht aus Afrika? Ja. Das kommt aus Afrika. Aber Sie waren ganz allein mit Ihrer Tochter. Nach Lilis Geburt haben Sie die ganze Härte Ihrer Branche zu spüren bekommen. Alle haben Sie fallen lassen. Sogar Ihr Entdecker, Azar. Wir haben uns wieder versöhnt. Natürlich. Weil Sie ihn brauchten. Er war ja Teil Ihres Plans. Lili wollte Model werden, hat sich runtergehungert. Sie haben versucht, das zu verhindern. Monatelang haben Sie gekämpft. Monatelang. Leider vergeblich. Nach ihrem Tod haben sie rausbekommen, wer hinter ihrer Magersucht steckte. Der Feind waren nicht ihre unerfüllbaren Mädchenträume, nein. Der Feind war Tristan P. mit seinen perfiden Versprechungen. Kommst du mal bitte? Bin gleich wieder da. Hier, aus der Kundenkartei vom Strumpfgeschäft. Nur sieh mal an. Schon jemand in der Wohnung? Tom ist unterwegs. Ich mache für Gerd weiter. Wieso? Wo ist er denn? Gerade raus. Johanna? Heimann, Kripo München. Wie haben Sie mich gefunden? Ist doch mein Job. Ist mein letzter Tag heute. Arbeitstag. Krass. Hey, Sie haben es hinter sich. Hm. Von wegen. Mein Ältester wird Vater, Zwillinge. Kommt einiges auf mich zu. Tristan hat dich belogen, oder? Er hat mir ein Shooting versprochen, wenn ich dafür nur genug abnehme. Ich habe echt alles gemacht. Bei der Show habe ich ihn dann angebettelt. Er hat versprochen, dass er danach Fotos mit mir macht. Aber er hat keine Fotos gemacht. Er fand mich immer noch zu fett. Dann bin ich abgehauen. Und dann habe ich Adana gesehen. Ich habe gesehen, was sie mit ihm gemacht hat. Sie hatte recht. Und als er tot war, da war endlich alles vorbei. Und als Adana weg war, hast du ihn fotografiert. Ja. Na komm. Sie hat nur noch einen Gedanken. Tristan sollte bezahlen für das, was er ihrer Tochter angetan hat. Sie haben ihre Rache sorgfältig geplant. Über Azar konnten sie Kontakt zu Tristan aufnehmen. Und dann ergab sich plötzlich die ideale Gelegenheit. Eine interessante Geschichte. Aber können Sie das beweisen? Tristan wurde mit einem Strumpf erdrosselt. Ein echter Nylon. Sorgfältig gestrickt auf einer alten Maschine. Reißfest. In München gibt es nur ein Geschäft, das diese Art Strumpf verkauft. Und der Besitzer konnte sich noch sehr gut an sie erinnern. Sie haben die Strümpfe dort gekauft. Und zwar schon vor 4 Monaten. Was beweist das? Ein Strumpf kann nicht sprechen. Wollen Sie nicht endlich mit der Vergangenheit abschließen und mir die Wahrheit sagen? Mein Leben hat aufgehört an dem Tag, als Lili gestorben ist. Für mich gibt es nur noch die Vergangenheit. Richard, da wird uns jemand was sagen. Wir sprechen später. Nein. Jetzt. Thank you.
Sie hatten recht. Ich habe Tristan erwürgt. Als Lili vor einem halben Jahr gestorben ist, da habe ich diese Fotos auf ihrem Handy gefunden. Den ganzen Blog habe ich gesehen. Die Videos. Tristan hat Lili in den Tod getrieben. Ich wollte, dass er dafür bezahlt. Deswegen habe ich den Kontakt zu Jean wieder aufgenommen. Ich wusste ja, dass sie beiden liiert sind. Ich habe die Strümpfe und ein Kleid aus seiner Kollektion besorgt. Dann habe ich gewartet. So lange, bis er nach der Show alleine war. Ich wollte, dass er spürt, wie es ist, jemanden ausgeliefert zu sein. Wie haben Sie ihn in das Kleid bekommen? Ich war Model. An- und ausziehen kann ich im Schlaf. Ich wollte ihn demütigen. So wie er die Mädchen gedemütigt hat. Lili, Johanna und all die anderen. Ich wollte, dass es aufhört. Tristan, der Paradiesvogel. Wie Vieh hat er die Mädchen behandelt. Abgeschlossen. Zeit zu gehen. Ich hab doch gesagt, keine Feier, keine Reden, keine goldene Uhr. Ja, das wissen wir. Ist okay. Wir haben trotzdem was vorbereitet. Ist auch nur eine Kleinigkeit. Na dann. Servus. Nicht mehr ausgepackt. Servus, Gerd.